Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind die Stadtmission Nidda. Mein Name ist Joe, ich bin der Pastor dieser Gemeinde und auf unserem YouTube-Kanal reden wir über Gott und die Welt. Schön, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir haben für heute wieder ein spannendes Thema vor uns und zwar, woran glauben Christen eigentlich? Woran glauben Christen? Die Frage lässt sich eigentlich schnell beantworten, ne? Hey, Scotty. Jesus, man. Yep. Christen glauben an Jesus. Damit ist die Sache abgehakt. So, fertig. Video ist vorbei. Alles klar, schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann nächste Woche, ne? Okay, also. Ganz so einfach ist die Sache nicht. Aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, ne? Ganz so einfach ist es nicht. Natürlich glauben Christen an Jesus, aber das machen andere Menschen ja auch. Ich meine, wenn du mal einen Moslem fragen würdest, hey, glaubst du an Jesus? Dann würde er dir wahrscheinlich sagen, dass er glaubt, dass Jesus ein sehr wichtiger Prophet ist. Vielleicht sogar einer der wichtigsten Propheten aus dem Koran. Oder wenn du einen Geschichtswissenschaftler fragen würdest, dann würde er sagen, ja, ich glaube schon, dass es Jesus gab, so vor 2000 Jahren, keine Frage. Oder selbst wenn du den Teufel persönlich mal fragen würdest, glaubst du an Jesus, dann würde er dir wahrscheinlich sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich kenne Jesus persönlich. Also wo liegt der Unterschied? Was ist es genau, was Christen glauben? Christen glauben an das Evangelium. Das ist ein komisches Wort, ich weiß, das kommt aus dem Altgriechischen. Lange Rede, kurzer Sinn, das heißt die gute Nachricht oder die gute Botschaft. Das ist, woran wir als Christen glauben, an die gute Botschaft von Jesus. Und diese gute Botschaft von Jesus ist im Prinzip eine Zusammenfassung hiervon, von der Bibel. So, ja, ich weiß, meine Bibel fällt langsam auseinander, tut mir leid. Aber das ist, was das Evangelium ist, eine Zusammenfassung von Gottes Wort, eine Zusammenfassung von der Botschaft Gottes. Und diese Botschaft handelt von Jesus. Ich dachte, ich versuche mal was Verrücktes. Ich schaue mal, ob ich das Evangelium in 2 Minuten auf den Punkt bringen kann. So, warte, ich hole einen Timer und dann probiere ich das ganz einfach mal aus. So, ich habe mein Handy geholt, jetzt kann ich es auch timen. Hey Siri, stell einen Timer auf 2 Minuten. Dein neuer Timer läuft ab jetzt 2 Minuten. Alles klar. Das Evangelium, die Botschaft der Bibel. Das Evangelium beginnt mit Gott. Gott hat alles erschaffen, was existiert. Alles, was du kennst, das ganze Universum, von den schwarzen Löchern bis hin zu den kleinsten Teilchen, alles hat er gemacht. Und die Speerspitze seiner Schöpfung ist die Menschheit. Also Gott hat auch dich, hat auch mich erschaffen. Und wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewendet. Wir haben zu ihm gesagt, hey Gott, mach du doch dein Ding und wir machen unser Ding. Wir entscheiden selbst, wir bestimmen selbst, was richtig ist und was falsch ist, nicht du. Wir haben also eine Rebellion gegen den König des Universums angestiftet und leben seitdem in dieser Rebellion in Auflehnung gegen Gott. Und damit sind wir vor Gott schuldig geworden. Und Gottes Reaktion auf unsere Rebellion ist krass, aber gerecht, denn er wird die ganze Welt eines Tages richten, auch dich und mich. Jeder wird sich vor Gott verantworten müssen für sein Leben, das er gelebt hat. Und jeder ist vor Gott schuldig. Aber Gottes Sohn, Jesus, ist Mensch geworden und so, also er ist geworden wie wir, ein Mensch, aber ohne Schuld. Und er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, an unserer Stelle. Er wurde also von Gott gerichtet für unsere Schuld. Und wer sein Vertrauen darauf setzt, dass Jesus für ihn gestorben ist, der wird nicht von Gott gerichtet. Das bedeutet aber, dass jeder von uns, du und ich, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir sagen weiterhin, hey Gott, mach du dein Ding und ich mach mein Ding und wir bleiben in dieser Rebellion gegen Gott und bleiben seine Feinde. Oder wir treten vor Gott und sagen, hey, ich möchte nicht mehr gegen dich rebellieren, Gott. Bitte vergib mir meinen Aufstand gegen dich. Und dabei vertrauen wir darauf, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Puh. Alter, was eine Punktlandung.
Das ist also das Evangelium. Das ist, woran Christen im Kern glauben. Okay, es war jetzt ziemlich viel Information auf einmal, aber ich meine, das ist eine Zusammenfassung und Bündelung hiervon. Das sind mehrere tausend Seiten. Das muss ja irgendwie ein bisschen dicht und kompakt sein. Das Wichtige ist, dass du, oder das, also wenn du eine Sache aus diesem Video mit rausnehmen möchtest, dann folgendes. Christen glauben, Jesus ist Gottes Sohn und allein das Vertrauen auf sein Sterben und Auferstehen rettet. Natürlich kann man noch viel, viel, viel mehr darüber sagen, was Christen glauben. Ich meine hier, ich habe ein Buch, ich kann es kaum heben. So, eine systematische Theologie, eine von vielen. Die ist von Wayne Grudem. Hier hat er zusammengefasst und systematisch sortiert und katalogisiert, woran Christen auf der Welt überall glauben. So, wunderbar aufgelistet. Ich meine, das, ich glaube, das ist dicker als meine Bibel, ne? Oder? Ja, das ist, also man kann eine Menge dazu sagen, was Christen glauben. Aber im Zentrum steht, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist in diese Welt gekommen, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben und wer daran glaubt, wird gerettet werden. So, das war's für heute. Das war unser Video. Schön, dass du dabei warst. Wenn das Video dir gefallen hat, dann kannst du es einfach liken oder unseren Kanal abonnieren. Wenn du Fragen hast oder Anregungen oder sonst irgendwas, schreib einfach einen Kommentar. Wir lesen die gerne. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder in diesem Format mit einem neuen Thema. Bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen und mach's gut.